Ich swipe nach unten. Aktiviere die Bildschirmdrehung. Auf dem Startbildschirm klicke ich auf eine kleine Weltkugel. Beim Video Poetry gucken Bäume pflanzen. Gutes tun. 53 offene Tabs. Günstige Matratzen im Vergleich. How to keep a cat out of your room, Vicky Howe. Ausfüllhilfe für Anlage S. Luftreiniger Ratgeber. Video Poetry, a Manifesto bei Tom Conny. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich wische weiter. WLAN geht an und aus. Daran kann es liegen. Tipp.de. Facebook. Abends in Berlin. Ah, hier. Jan Peters Website. Disaster Movie. Doch noch nicht geschlossen. Ich drücke auf Vollbildmodus. Ich drücke auf Play. Disaster Movie. Ein Professor hält einen Vortrag über das Meer. Ein Professor hält einen Vortrag über ein Boot. Ich höre zu, ich lese. Ich lese A wird zu B. Ich lese Meer wird Desaster. Kleine rote Pfeile sind Schreie. Ich gucke mit dem PowerPoint-Kopf. Falsch. Höre PowerPoint-Wörter. Auch falsch. Etwas stimmt hier nicht und der Professor merkt es, ändert schnell ein Wort. Die Bilder sagen mir, wo ich hinschauen soll. Schablonen zeigen mir, wie ich schauen soll und ich nicke. Dann schauen wir, was darunter liegt. Die Wesen des Meeres. Da liegt doch ein Stift im Bild. Warum sagt der Professor nichts über den Stift im Bild? Ein verlorener Stift im Bild, über den Stift spricht er nicht. Ich schlucke. Nochmal Pfeile, Katastrophengrafik und unter den Wörtern liegt Gegenwart, liegt Globales, liegt eine Schuld. Alles, was unter dem Meer liegt, alles, was verborgen liegt, bedeckt gehalten, alles, was zieht an einem behüteten PowerPoint-Herz. An meinem. Der Professor sagt Profit. Der Professor spricht von Feigheit. Der Professor ruft Helga. Alle klatschen. Ich bin eine Zuschauerin beim Zebra Poesiefilm Festival 2018 und sitze in einem roten Kinosessel. Irgendwas scheint mit der Technik nicht zu funktionieren. Sind das da oben im Bild jetzt die Techniker? Ich knabbere ein paar M&Ms, schaue auf mein Handy. Jetzt ist was zu hören? Ups, das war schon der Film. Witzig, ein Stereotyp von einem alten weißen Mann hält einen Vortrag. Interessant, eine PowerPoint-Präsentation als Poesiefilm. Solche romantischen Malereien sind ja gar nicht meins. Ah, es geht um Katastrophen, cool. Auf jeden Fall trendy.
Da kriecht einer die Feuchtigkeit ins Shirt. Eine gehörige Portion dieser Basis ist. Die Entfernung der Katastrophe. Vernebelung, Verzicht. Wie schreibe ich für einen Poesiefilm? Wähle ich einen bereits existierenden Text oder Ausschnitte davon? Oder schreibe ich etwas Neues? Beginne ich mit dem Text oder mit dem Bildmaterial? Oder entsteht beides parallel? Wie schreibe ich für einen Poesiefilm? Verändert sich mein Schreiben? Inwiefern nähert sich der Text dem szenischen Medium an, wird szenischer Text? Wie lang oder wie kurz ist der Gesamttext? Wie lang sind die Verse? Gibt es Verse? Verändert sich das Schreiben eines Textes je nachdem, ob er schriftlich oder mündlich im Poesiefilm dargestellt wird? Und wie denke ich Text, wenn die Möglichkeit der Gleichzeitigkeit von Wörtern gegeben ist? Das Videopoem Disaster Movie verbindet mehrere Arten des Videopoems nach Tom Canavis Manifesto für Videopoetry, die Performance-Variante, die Sound-Variante sowie die Visual-Text-Variante und nimmt die Gestalt eines wissenschaftlichen Vortrags an. Der Film beginnt mit einem technischen Fehler. Dieser Part zieht sich über die gesamte erste Minute. Die Entscheidung der Filmemacher, dieses zufällig generierte Footage zu einem Teil des Films zu machen, resultiert in einer Art Prolog, in der das Falschsein, das Wort Case, das Worst Case bereits konzeptuell angegriffen wird. Entschuldigung. Die Kombination der Kategorie von Soundtext und Visualtext, also die Kombination von Mündlichkeit und schriftlicher Darstellung der sprachlichen Ebene, wird von den Filmemachern nicht nur als Doppelung genutzt, sondern erzeugt eine beinahe dialogische Form. Die Möglichkeiten dieser Paarung werden ausgelotet und ausgekostet. So heißt es zum Beispiel im schriftlichen Waves, gesagt wird jedoch Graves. So entsteht eine neue Art des simultanen Reimens. Doch auch Bildebene und Textebene ergänzen sich. Dabei bleibt die Bildebene jedoch so abstrakt,
dass die Aufgabe einer Beziehung zwischen Bildebene und Textebene herzustellen, den ZuschauerInnen zu einem großen Teil überlassen ist. Die Verschränkung von Bild, Sound und Schrift wirkt nicht nur inhaltlich, sondern auch rhythmisierend. So gibt es mal nur Veränderungen auf der Bildebene, mal nur auf der Textebene und mal dazwischen. Bei einer solchen Verschränkung von Bild und Sprache stellt sich die Frage, inwiefern sich der Text seinem Format anpasst. In Folge möchte ich da noch kurz vertieft auf die textuelle Ebene von Disaster Movie eingehen und Argumente für die These aufzählen, Lyrik bekäme im Videopoem eine szenische Dimension. Der sich selbst spielende Professor wendet sich an ein nicht sichtbares Publikum und so gleichzeitig an das Filmpublikum. Es wird also etwas Reales nachgeahmt, es wird inszeniert. Dabei ist die Publikumsachse die ganze Zeit bespielt. Es gibt Spannungsverschiebungen zwischen Sound und Schrift, beinahe wie in einem Dialog. Die Änderung eines Wortes in der Präsentation durch den Professor geht als Handlung durch. Darüber hinaus gibt es eine permanente Reibung zwischen Sprechhaltung und Inhalt. Die Figur scheint nicht zu wissen, wovon sie spricht. Zum letzten Teil.